und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Bergschlange mit dem Marc und dem Boxe. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, Männer, ein wichtiges Thema, was wir letzte Woche, ja Quatsch, letzte Folge, Entschuldigung, nicht behandelt haben, ne? Und mir gerade wieder eingefallen ist in der Anmoderation. Die Leute fanden es sehr geil, dass wir da so ein bisschen gewechselt haben. Und ein Kommentar stand drin, ob wir das nicht öfters machen wollen. Also da stand drin irgendwie im Wechselrhythmus von einer Woche. Was sagt ihr dazu? Ja, warum nicht? Können wir machen, ja. Okay. Ja, natürlich. Ja, kriegen wir hin. Hören wir das am Freitag schon oder erst dann nächste Woche? Können wir am Freitag schon machen. Ich frage nur für einen Freund. Wir lassen uns einfach überraschen. So, warte, ich habe Pferdesilage. Die musste, ich hoffe, Pferdesilage 320 beim Viehhändler. Hier ist jetzt weit der Weg. Okay. Ich bin auf dem Weg. Jungs, ich brauche ein paar Minuten, bis ich da bin und wieder zurück. Oh nein, Zaun. Oh. Gott sei Dank noch gesehen. Alter! Ich glaube, da gab es gerade einen Speicherleck. Hat es nur bei mir geruppelt oder hat einer was gekauft? Nee. War bei mir auch. So, warum nimmt er es nicht mit? Hab das jetzt hier mal bepflanzt? Jetzt mal ganz kurz gucken. Wie sieht's denn hier aus? Was muss ich denn hier machen? Kalken. Kalken habe ich aber auch im Kommentar gelesen. Können wir zur Not noch den nächsten Tag machen? Das ist jetzt nicht dramatisch. Sehe ich auch so. Die Frage ist: Feld 11, soll ich das jetzt schon? Muss gepflügt werden, steht da. Naja, wir sollten uns auch einen größeren Pflug kaufen. Ne? Der Liebherr ist ganz geil, aber wir verbrauchen mit dem Liebherr zu viel Platz. Zeit. Ach du Shit, was fährt Darky denn da? Darky fährt den so einen alten Fendt. Was hast du hier? Dünger hast du, okay. Dünger. Ja, Jungs, wer von euch muss denn jetzt noch tanken, weil ich gerade hier an der Tankstelle vorbeifahre? Ich hab getankt. Okay. Der Unimog muss auch noch nicht getankt werden. Ich weiß nicht, fährst du den nicht? Nee, doch, ich fahr den Unimog, aber der hat noch genug drin. Der Eicher musste getankt werden dann nur. Ach so, ich kann das Feld hier auch schon wieder düngen. Ach krass, nice. So, wir sind mal kurz mutig. Komm schon. Alter, für die paar Mark, Fürsterei, Viehhändler. Viehhändler geht einfacher abzuladen. Okay, wir fahren zum Viehhändler. So, irgendwer ist hier auf jeden Fall auch links, der Ron. Okay. Ron missioniert hier. Oder ist das dann eigentlich? Nee, blinkt. Ich weiß jetzt gar nicht. Hat Team Ron sich jetzt schon einen eigenen Mähdrescher gekauft? Ach nee, die haben den anderen übernommen, ne? Werner wollte sich einen neuen kaufen, ne? So, Jungs, gleich kommt die Kohle rein. Oh, nein! Kennt ihr das, wenn man zu früh die Gabel runter macht und dann den Pfeiler von der Verkaufsstation mitnimmt? Ja. Eventuell. Eigentlich wollte man total cool sein, ne? Schnell ein paar Sekunden sparen und hat dann im Endeffekt 20 Sekunden verloren. Das ist wieder Karma hier. Ich habe da nur mal so eine bescheidene Frage, ne? Zweiter Ballensammelwagen? Ja, ich habe mich auch gerade überlegt, tatsächlich. Oder eher düngen. Ah, ich bin hier gerade am Düngen. Ja, weiß ich nicht, dass das Thema ist.
Vielleicht kann Marc uns aushelfen mit ein paar Ballen von den Feldern sammeln, weil die müssen auf jeden Fall runter. Das stimmt, ja. Gerade die Pferdesilage, die muss dringend runter, weil die fahren wir uns kaputt morgen früh. Marc, wie sieht das aus? Hast du Bock? Nee, wir machen die nicht kaputt, oder? Oder ja, doch. Kann ich machen. Wenn's hoch genug gewachsen ist, dann machen wir uns kaputt. Setz meinen Trecker zurück und dann... Ja, setz du ihn zurück, dann kauf ich... Oder von mir aus kannst du auch gerne direkt den Ballenwagen kaufen. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, nämlich. Rücksetzen, hat er gesagt, ne? Hätte er einfach gesagt, ja, ich fahr mal kurz los. Ja, weil dann können wir auf jeden Fall, der muss ja im Zweifelsfall nicht mal verkauft werden, ne? Aber dass es halt schon mal vom Feld runter ist. Das wäre mir schon sehr lieb, zumindest bei den Ackergrasflächen. Weil da kommen wir mit dem Mähdrescher nicht lang. Und morgen werden wir es kaputt fahren. Ja, nee, Paul, ruhig noch mal kurz einen Schlenker in meine Richtung. Das haben wir Rundballen, ne? Ja, Rundballen. Den schönen Anderson für 50.000 Euro. Was hat der 50? Ja, 50.300. Ja, perfekt. Haben wir. Nie gewonnen, so Zaron, sag ich dir. Okay, passt. Oh, guck mal, die haben die 46 schon bestellt. Ich dachte, letztes Mal war Werner hier noch am Pflügen. Krass. Ah, Boxer braucht nur das Saatgut. Nee, ich bin hier am Düngen. Ich hätte gerade wetten können, unsere Sämaschine fährt gerade zum Händler. Oder hat noch jemand einen Eicher und eine goldene Seekombi? War das eigentlich? Ah, das ist, ich glaube, das andere Team. Haben die echt auch Gold gekauft? Ist ja jetzt nicht so, als würde ich Werner nicht kennen und wissen, wenn es Gold gibt, kauft er Gold, ne? Marc, moin! Grüße! So. Jungs, andere Frage. Wie war denn heute bei euch das Wetter? Hattet ihr auch so Bombenwetter wie wir? Also strahlender Sonnenschein war, ne? Strahlender war Sonnenschein, richtig schönes Wetter. Irgendwie so 20, 21 Grad nur bei uns, aber durch die Sonne mega gut. Herrlich. Ja, nach den grauen Tagen fand ich das echt heute mal sehr angenehm, ne? Auch freiwillig eine schöne Runde mit den Hunden gegangen. Hat direkt viel mehr Spaß gemacht. Ja. Als da in diesem tristen Grau, wo du zwischendurch dreimal nass wirst. Das ist so. Richtig, so sieht's aus. Und halt die Temperatur noch optimal, ne? Ich bin so der 20 bis 24 Grad Typ. Ja, das ist bei mir genau. Ne, da so. kannst du noch im T-Shirt, schön im T-Shirt rumlaufen, ein bisschen Sonne, das ist ganz angenehm. Marc, schaffst du das da alleine, Uwe? Ja, die sind hier gleich weg. Ja, dann. Hat er richtig gesehen. Nee, die sind hier gleich Auge. Weg. Auge. Hör mal, wir haben hier einen Profi. Wir sind ja nur Profis. Ja, auf jeden Fall. So. Ich komme auch gleich zu dir, Marc. Ich habe jetzt gleich 18 Ballen. Ich habe hier keine Ballen mehr liegen. Ah, okay. Haben wir? Boxe, liegen da oben noch Ballen rum? Ne, bei mir. Ich habe das Feld doch hier. Nee. Ich weiß nicht, ob noch auf der Wiese was liegt. Keine Ahnung. I will check that. Ja, da liegen noch welche, aber jetzt habe ich tatsächlich einen Streifen kaputt gefahren beim
Ja, ich habe auch schon ein bisschen was, aber ganz ehrlich, sind das schon. Grassilage, so Ballenverkauf, Viehhändler. Viehhändler, ich fahre zum Viehhändler jetzt. Dann mache ich den noch einmal schnell hier voll. Und dann ab zum Viehhändler damit, Marc. Jawohl. Er ist auch schon bei 280. Mit Glück schaffen wir es heute noch, beide Wegen zu verkaufen. Eigentlich sollte das klappen, 40 Minuten. Dreier Vorlauf, 10 Minuten, das schaffen wir. Wo muss ich hin? Zum Viehhändler. Unten rechts in die Ecke da. So, ich brauche noch zwei, dann komme ich gleich hinterher. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, Marc, fahr den Weg Richtung Werner hoch und über die Hauptstraße. Das geht eigentlich immer ganz angenehm. Okay. Weil unten musst du so viele Kurven fahren und ständig aufpassen mit den ganzen Zäunen. So. Ah, ich hänge. Siehste, das meine ich. So. Auf unserer alten Schafweide liegen auch noch ein paar Ballen rum. Oh, und habe ich auf die Karte geguckt und bin einmal um mich selbst gefahren. Auf der 12 da drüben liegt auch noch einiges voll. Jetzt schieb mich doch nicht. Ein alter Mann. Gas, Junge, Gas. Ja, ich dachte eigentlich, du fährst oben rum raus, deswegen bin ich gerade, ne? Gucken wir mal, was wir heute noch verkauft bekommen. Am Hof liegt auch noch ein ganzer Ballenwagen. Vielleicht kann den gleich noch einer aufsammeln. Müssen wir mal gucken. So. Ich guck gerade auf die Karte. Paul, ich hab dich... Ach Quatsch, nicht Paul. Marc, ich hab dich verloren, ne? Ich weiß, alles gut. Okay. Ja gut, ich kann hier auch mit 80 lang fliegen. Ich sehe dich schon wieder auf der Karte, sehr gut. Ja, das passt dann ganz gut. Dann hab ich hoffentlich abgeladen, wenn du gleich ankommst. Wenn ich mich nicht wieder irgendwo festfahre, das ist doch super. Dann machen wir das so. Wollen wir mit dem nächsten Geld? Ich weiß, ich habe gesagt, 120.000 Euro brauchen wir dafür das zweite Waldgrundstück. Das ist mir völlig bewusst. Aber wollen wir für das nächste Geld? Ah, wir haben den, glaube ich, nicht drauf. Aber noch einen Flug kaufen oder einen Tiefenlockerer. Damit wir das Feld 11 bestellen können. Ja, können wir noch machen. Also der dürfte ja nicht so viel Kapital binden. Von daher würde ich den, glaube ich, vorziehen, also zwischenschieben. Aber ich hätte gerne den 6 Meter. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob wir den drauf haben. Ich tu mal so, als wäre hier der Weg. So, volle Konzentration. Oh, volle Konzentration, sagt er und hast dich verspekuliert. Kann ich den nicht nehmen? Nein! So. Oh. Kalk, dachte ich. Das ist Kalk, wieso kann ich den nicht nehmen? Du hast doch nicht den Unimog dran, also eigentlich sollte es gehen. Ah, jetzt tut sie was. M-
Mark, Zimmer durch, ich warte hier kurz auf dich. So. Ja, perfekt. Liebe Leute, ich würde sagen, während Marc noch die Ballen jetzt hier in den Verkauf, zum Verkauf bringt, sind wir erstmal fertig für den Moment. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, ob der mutmaßliche Plan mit dem Ackergras bei dem anderen Team schon in die Tat umgesetzt wurde. Nur durch euch wissen wir sowas. Also auch da vielen, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.